Parallel zur körperlichen Gymnastizierung lernt Primus auch, nach und nach einen Reiter auf seinem Rücken zu dulden. Zuerst lernt er dafür das Einparken an einer Aufstiegshilfe und wird an alle möglichen Reize gewöhnt, die ihn später erwarten können. Beachten Sie dabei wieder, wie viel Wert ich auf die freiwillige Mitarbeit lege. Das Pferd ist nicht festgebunden, es wird nicht gehalten, es kann jederzeit gehen, wenn es möchte. Außerdem frage ich zwischendurch, ob es bereit ist, weiterzumachen. Wie hier, kommst du mit der Hüfte noch einmal ran, damit ich weiter aufsteigen üben kann? Ja, Primus macht mit. Hat das Pferd auf eine solche Art und Weise Mitspracherecht, hilft ihm das natürlich auch, solche neuen und ungewohnten Dinge viel entspannter zu ertragen. Und man sieht hier schön, dass er etwas skeptisch guckt, was hinten alles passiert. Aber es ist für ihn in Ordnung. So werden Stück für Stück die Anforderungen erhöht und Primus muss immer mehr erdulden, sozusagen, um sich einen Klick zu verdienen. Für ihn wird das immer normaler. Ich kann ihn währenddessen immer beobachten und sehe, ob er entspannt ist, ob er weiter mitmacht und ob es sicher ist, so in der Arbeit fortzuführen, was hier sehr schön der Fall ist. Primus kommt wieder mit und sagt, okay, wir spielen noch ein Weilchen. Diese wenigen Minuten waren die ganze Trainingssession. Für das Pferd war das in Ordnung. Es hat gelernt, okay, es passieren komische Dinge auf meinem Rücken, aber es lohnt sich. Wenn wir jetzt irgendwas Anstrengendes machen, rennt Primus gerne zur Aufstiegshilfe, um zu sagen, komm, wir spielen lieber nochmal aufsteigen. Ansonsten machen wir auch noch andere Spielchen. Hier zum Beispiel das Umrunden der Stange. Das ist eine sehr schöne Übung, wobei sich das Pferd auch wieder biegen muss. Nur diesmal hat es einen Sinn, eben die Stange zu umrunden. Primus lernt diese Übung hier im freien Formen, das heißt, er muss selber ein Verhalten anbieten, das ich dann klicke und belohne. Leider geht es hier nicht so ganz rein, weil ich kann mich nicht in Luft auflösen und meine Position hilft dem Pferd ja eine ganze Menge. Aber er soll Verhalten anbieten, ich klicke es und er bekommt seine Belohnung an einem geeigneten Ort. Das ist eine sehr schöne Hilfe fürs Lernen. Das Pferd wird dabei kreativer und lernt mitzudenken. Nach einigen Trainingssessions, bei denen Primus gelernt hat, dass komische Sachen auf seinem Rücken passieren, kann sich dann auch wirklich mal ein leichter Reiter auf seinen Rücken draufsetzen. Er bleibt aber jetzt schon schön entspannt und es macht ihm nichts mehr aus. Außer einfach das Ruhigsein zu belohnen, kann ich so natürlich auch noch dran arbeiten, indem ich ihn frage, ob er auch den Kopf runternehmen kann, um somit sich noch weiter zu entspannen, was er hier schön zeigt. So haben wir immer wieder einen Hinweis, ob unsere Anforderungen für das Pferd noch in Ordnung sind. Könnte es sich nämlich nicht entspannen, würde das heißen, wir sind zu weit vorgegangen. Und das soll nicht sein. Es soll immer nur so sein, dass das Pferd Erfolg haben kann und damit auch immer noch mit Spaß mitarbeiten darf. Primus ist hier so schön ruhig und entspannt, dass ich mich auch mal entschließe, mit ihm und dem Reiter auf dem Rücken vorwärts zu gehen. Er macht schon etwas komisches Gesicht, so nach dem Motto, Nanu, kann man sich mit so einer Last auf dem Rücken auch bewegen
und ich belohne ihn sehr häufig. Immer wieder sage ich ihm, es ist alles in Ordnung, du machst das super schön. Und obwohl Chiara ein sehr leichter Reiter ist, merkt man, wie Primus mit seinem Gleichgewicht zu kämpfen hat. Es ist also gar nicht so einfach. Vor dem nächsten Aufsteigen fragt Chiara an, ob Primus nochmal mitarbeiten würde, indem er sich mit der Hüfte nähert. Das tut er. Und das ist für uns die Erlaubnis, weiterzumachen. So hat das Pferd immer Mitspracherecht. Würde es nicht weitermachen wollen, würden wir die Übung aufhören. Auf diese Weise verläuft die Ausbildung des Pferdes wirklich partnerschaftlich. Es darf immer frei bestimmen. Und so macht es allen Beteiligten Spaß. Und man bekommt natürlich auch immer schöne Fortschritte. Hier gibt uns Primus noch ein kleines Präsent. Er erkennt den Hüfttarget sogar, wenn er von oben gegeben wird. Das war sehr schön. Es ging wieder einen schönen Schritt in der Ausbildung weiter und alle waren mit der Session zufrieden. Weitere Infos zum Klickertraining mit Pferden finden Sie unter www.hundetraining-online.de.